Kirsch gut nach vorne gearbeitet, war kein Icing, war schneller. Das ist natürlich auch kein Icing, Kaufbeuren spielt in Unterzahl. Das Ganze knapp noch 20 Sekunden lang. Helms, abgelegt, Krüger, Tor! Aber es war Tyler Grohn, der zu Marvin Krüger abgelegt hat und dann war die Scheibe drin. Und damit führen die Falken durch einen Powerplay-Treffer mit 1:0. Torschütze, das ging jetzt sehr schnell. Entweder Tyler Grohn oder Marvin Krüger. Wir werden es gleich hören. Kaufbeuren jetzt am Drücker und da ist der Ausgleich. Hat sich angedeutet, die Kaufbeurer waren in den letzten Sekunden und auch nachdem die Falken wieder vollzählig waren, gut am Drücker. Die Falken kriegten keine Ordnung, kriegten keinen Zugriff auf den Puck und jetzt steht es 1:1. Bessere Team, mehr Scheiben besitzt, aber so die zwingenden Torchancen, die fehlen noch. Gibt sicherlich mal hier oder da einen Schuss, aber richtig gefährlich. Bis auf den Ausgleich wurde es noch nicht. Vielleicht jetzt im Powerplay. Quassel. Halten Sie die Scheibe. Tor! Aus der Drehung. Ich glaube, es war Jona Karevara. Das werden wir gleich vom Stadionsprecher Steffen Schnitzer hören. Das ist die 2:1-Führung für die Gäste aus dem Allgäu. Nach 8 Sekunden in diesem Powerplay führen sie und haben damit das Spiel zunächst einmal gedreht. Und sie müssen alles daran setzen, hier nicht das nächste Tor zu kassieren. Das wäre, glaube ich, Vorentscheidung, aber Kaufbeuren bleibt im Scheibenbesitz. Jetzt aber mal die Möglichkeit. Das ist Grohn. Grohn alleine auf und davon. Grohn macht den Ausgleich. Darf man es sagen, auch wenn es wahrscheinlich wieder 3 Euro ins Phrasenschwein kostet. Aus dem Nichts. Der Ausgleich zum 2:2. Und der Torschütze Tyler Grohn zum zweiten Mal am heutigen Abend. Schnell gehen für Kaufbeuren. Ah, Thomas rutscht die Scheibe durch. Aber Ketterer ist da, in den Slot gespielt. Wo ist die Scheibe? Außen, Schuss, Tor. Da rutscht sie Endo her durch, ich glaube durch die Beine. Und zum ersten Mal, nein, zum zweiten Mal am heutigen Abend führen die Gäste, führt der ESV Kaufbeuren. Torschütze, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, aber es schaut so aus, als war es Simon Schütz, weil er lässt sich hier feiern, aber wir haben ja einen Stadionsprecher, der uns gleich aufklären wird. Kein Icing, Blomqvist ist schneller als Järveleinen. Grassel. Aber spielt die Scheibe raus aus dem Drittel. Können sie das nicht aufs Tor bringen? Pam verliert die Scheibe. Und fault einen Kaufbeurer. Aber das wird ein Empty Net Goal. Und das ist Michael Fröhlich, der 15 Sekunden für Ende hier. Die 3 Punkte für den ESV Kaufbeuren fix macht. Der Sieg für Kaufbeuren ist eingefahren. So, das war's. Ich habe zwischenzeitlich mal hier auf mein Handy geguckt. Bad Nauheim unterliegt Frankfurt mit 2:3 nach Penaltyschießen.